bin natürlich sehr gern gekommen, weil ich die Firma sah ja als sehr innovatives und durchaus richtungsweisendes Unternehmen kennengelernt habe. Ich habe mit Herrn Lauber auf der Light & Building vor einigen Jahren erste Kontakte getroffen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich war so selten so überrascht, wie schnell jemand aus einer Reaktion, also aus einem Gespräch und aus einer Idee eine Umsetzung unserer Fraport-spezifischen Anforderungen sichergestellt hat. Also doch sehr zukunftsweisender Technologie, die auch dementsprechend die Weiterentwicklung erfährt, der auch sehr gute Service an der Stelle, das heißt die Zusammenarbeit auch mit den Kollegen, was die Installation, auch die Konfiguration und diese ganze Implementierung betraf, war sehr gut und das sind halt wichtige Dinge auch. Hand in Hand Zusammenarbeit, es ist eine Kooperation, eine Teamarbeit. Wir haben regelmäßige Workshops, regelmäßige Zusammenkünfte, wo man eben auch über das Produkt, über Kunden, über Märkte redet und insoweit eben auch gemeinsam, glaube ich, den Kunden was Gutes tun kann. Seit jeher ein wirklich sehr, sehr angenehmes Miteinander. Wir haben gut früher mit Reich, jetzt nach Isenburg ja die Zentrale und den direkten Ansprechpartner und auch die Außendienstler, die jetzt bei uns in Süddeutschland immer zuständig waren. Es war immer ein wirklich sehr kooperatives Miteinander und ja, man kann aufeinander setzen. Man hat auch die Unterstützung einfach da, wenn es Probleme gibt. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Miteinander entwickeln, sich auch weiterentwickeln und weiterkommen. Wir haben die ein oder anderen Produkte auch in Bestandsanlagen mit anderen Fabrikaten, wo wir auch noch bearbeiten. Und ja, da sind wir also dieses sehr offene und kooperative Miteinander in der Weise bei weitem nicht gewohnt. Also das genießen wir hier schon ganz klar. Ich muss sagen, ich habe einen hervorragenden Betreuer von Seyer in Österreich. Ich habe einen hervorragenden Betreuer von Seyer hier in der Schweiz, in Herrn Groß. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen, wenn es ein Problem irgendwo gibt. Es gibt immer wieder einmal eines. Nehmen wir Kontakt auf, die Probleme werden sehr rasch gelöst oder behandelt zumindest. Und von dieser Seite her kann ich nur sagen, wirklich top, muss ich nur sagen, hoffentlich geht es so weiter und das würde ich uns wünschen, uns allen. Wir verändern unsere Anforderungen und ich glaube, gerade da Sie noch, ich sag mal, mittelständisches Unternehmen sind, denn mit 400-500 Beschäftigten ist es ja noch nicht, Gott sei Dank, kein Konzern. Weil ein Konzern steht sich meist selbst im Weg. Und das ist genau das, was Sie hier ausmacht. Schnell, flexibel, innovativ, mit einem vernünftigen Kostenrahmen. Muss man manchmal drüber reden, aber es funktioniert. Und das ist doch das Entscheidende. Und ich glaube, damit ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit geschaffen.